das 18. Türchen. Schade, der Adventskalender neigt sich schon dem Ende zu, aber 6 Stück haben wir ja noch. So, die Nummer 18. Süß. Mit Katze, Rentier und Hund. Ihr denkt an mein Seelen, an mein leibliches Wohl. Selbst die Anna, die liebe Anna. Anna, meine Liebe. Liebe Elisabeth, ich wünsche dir von Herzen alles Gute zu deinem Geburtstag. Bleib gesund und vielen Dank für deine Ideen und Videos. Viel Spaß beim Tee trinken und genießen. Schicke ganz liebe Grüße nach Wien. Eine dicke Umarmung, die Anna Burkherr. Mit Peter, Janine, Michelle und Patrick. Frohe, gesegnete Weihnachten von uns allen. Danke, liebe Anna. Ich freue mich. Ja, das brauche ich nämlich immer. Da brauche ich ziemlich viele davon. Selbstgemachte Teebeutel von Anna. Na schau, mit so viel Liebe gemacht. Annas Teemischung für Eliza. Einfach genießen, ruhen, träumen und wohlfühlen. Annas Teemischung für Eliza. Na, ein bisschen kann man es duften. Ist wirklich liebevoll. Liebevoll. Trifft's am besten. Liebe Anna, das ist jetzt, ich muss da nachschauen, aus dem Schweizer Märchenschatz, die weiße Dame von Ruel Bo, wenn ich das richtig ausspreche. Und mir, aha, da gibt es Märchenlesebibliotheken. Ich werde auch hier schauen, vielleicht gibt es die online und darf man sie dann, die Mutabor, okay. Das ist die Sage von Genf, erzählt von Jean Bahut 1870 und von Gustave du Sellier 1902 veröffentlicht. Aus die schönsten Märchen der Schweiz. Also ich denke, man darf die, naja, also das, da bin ich mir nicht sicher. Und da gibt es ganz offensichtlich eine Website dazu. Vielleicht kann man hier dieses Märchen nachlesen. Liebe Anna, ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen, auf ein dickes Drücken, dass meine Wirbeln krachen. Ganz liebe Grüße in die Schweiz und an deine Familie und habt ein schönes Weihnachtsfest. Danke.